Warten Sie das auch? Ach du Scheiße, ey. Was bist du denn auf einmal, ey, Junge? Oh mein Gott, ey. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Schnitzel aus den letzten Folgen. Wenn ihr da ein bisschen Verbesserungsvorschläge habt, bin ich gerne offen dafür, wie man es noch ansehnlicher machen kann. Aber ich will euch die ganzen Wege und die ganzen Gespräche ersparen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Hogwarts Legacy in kurz. Deswegen geht's jetzt auch weiter mit der Story. Wir starten mal mit dem vom letzten Mal angekündigten Kobold. Den hatten wir hier angesprochen gehabt. Und da hatten wohl auch die Renrock-Leute ihn angegriffen gehabt und sein ganzes Hab und Gut zerstört. Da gehen wir jetzt mal hin. Was Renrock dem Kobold-Bankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Gucke mal hier, Malvenkraut nutzen können wir jetzt hier. Habe ich mal auf dem Weg gerade gefunden zu dem Auftrag. Zack, zack. Und jetzt müssen wir wieder die Aufgabe abschließen oder das Geheimnis lösen. Easy. Einfach Basiszauber. 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 Und? Das war's oder was? Ist noch einer irgendwo? Habe ich was übersehen? Dunkler Straßenfilter. Meine Fresse, ey. So. Nerv nicht. Ach, da hinten haben wir noch eins. Das ist das letzte. Werkzeuggrad. Ja, hier haben wir das, das. Was ist das nochmal? Edulus-Trank. Brauchen wir nicht. Da, zack. Das sollte ich untersuchen. Und jetzt? Da ist auch noch was. Da ist auch noch was. Einer fehlt noch, oder was? Da. Da. Ach, da oben. Ah. Naja, nächste Prüfung von Merlin abgeschlossen, würde ich sagen, ne? Jawohl, ja, dann kamen wir an bei dem Lager. Dort warten dann die Karren so gesehen auf uns, die beklaut wurden von dem Kobold. Die werden aber von weiteren Kobolden beschützt und wir müssen uns natürlich wieder in einen Kampf wagen. Was passiert? Da. Jo, das sind ja überall Kobolde, oder was? Hier ist nichts. Wir verstecken uns mal erstmal, ne? Das ist eine bessere Idee. Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Was sollen wir jetzt machen? Befreie die Karren aus dem Lager. Wir schleichen mal, ne? Oder wir gehen einfach auf Kampf, oder? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Oh, da kommt der nächste schon. Da kommt der nächste. Nein, nicht mit mir, nicht mit mir. Zack, Kombos und fertig. Da oben ist der nächste. Können wir noch die ganzen Sachen auf ihn schmeißen? Levioso. Alter, jetzt sind es immer mehr hier, oder was? Das war's nicht. Wir weichen aus. Akio in der Luft halten. Zack, zack, zack. Alter, die machen richtig ernst hier. Wie viele sind das? Oh, gefährlich. Hochheben den Jungen. Levioso. Nein, nicht mit mir, Mann. Ich weiche hier alles aus. Was wollt ihr von mir? Da ist der nächste. Wie viele sind das denn überhaupt? Meine Fresse, ist nervig. Da ist er, ey. Oh mein Gott. Ja, komm, fertig. Meine Herren, hat er sich dahinter einfach versteckt, ey. Wie unnötig. So. Ach, da hinten ist bestimmt der Karren, ne? Ja, ich Idiot, ey. Wie kann man so doof sein? Machen wir erstmal Merlins Dings hier, oder? Erstmal machen wir Merlins. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Ahn zurück? Die Karren fuhren schon mal voraus zum Kobold. Also die sind wie von Zauberhand natürlich, wie man so schön sagt, gefahren. Und wir haben erstmal Merlins Aufgabe hier weitergemacht, Merlins Geheimnis. Und das konnten wir auch relativ schnell lösen. Habe ich doch gemacht jetzt, oder? Aber was ist jetzt passiert? Was muss ich machen? Guck mal. Leviose.
Ah, die kommen hier rein, wa? Geh mal rein da, zack. Alter, ich bin ein Genie, ey. Ich bin ein Genie. Führen wir die hier hin wieder und dann, Alter, ich bin auch ein Genie, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Jetzt zack, die Bälle gehen rein und dann müsste das Rätsel gelöst sein vielleicht schon. Fehlt noch einer. Und der letzte oder die letzten sind hier draußen, ey. Wollt ihr verarschen? Ich hab euch gesehen. Ich hab euch gesehen. Ich hab euch doch ganz genau gesehen. Wie komm ich denn da ran? Guck mal. Da unten liegen doch die Bälle. Wie mache ich das jetzt am besten? Mit Feuer? Ja, natürlich. Ich muss hier richtig auf Big Brain machen. Rein mit euch hier. Yalla, und dann geht's. Müsste es eigentlich durch sein, ne? Nächstes Rätsel von Merlin gelöst. Ah, was denkt ihr denn? Was denkt ihr? Easy. Und jetzt geht's zurück zu Arn. Da ist doch Arn sogar. Guck mal, da können wir jetzt hinlaufen. Perfekt mit Flohflamm. So. Wenn Sie etwas kaufen wollen, fehlen mir leider nach wie vor meine... Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin... Wir haben dann Arn natürlich seine Karren übergeben. Er bedankte sich. Und danach haben wir noch einen Verkäufer getroffen, der Mega-Power-Tränke und sonstige Tränke verkauft. Und dort können wir auch unsere ganzen Klamotten, unsere Brillen und sonstiges gegen Geld eintauschen. Danach sind wir dann zurück zur Schule gegangen, um mit unserem Unterricht fortzusetzen. So ein Zwischengelaber gerade, ey. Aufgetragen habe. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Nice. Endlich ein neuer Zauber. Und einen ruhigen zack, zack, zack. Expelliarmus haben wir natürlich einmal ausgetestet, haben ein, zwei Kombos geübt, aber das reicht dann auch. Wir haben den Zauber erlernt. Als nächstes hatten wir dann eine neue Aufgabe, der Hauself Scrope. Könnt ihr einen Hinweis haben zu den fehlenden Seiten für die Bücher. Da sind wir jetzt erstmal auf die Suche gegangen und mussten auf dem Weg ein paar Notizzettel einsammeln, die Scrope hinterlassen hatte. Scrope weiß von dem Buch, das sie gefunden haben. Fehlt etwas daraus? Scrope glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Scrope hat hinter der Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen. Passen Sie auf sich auf und zu niemandem ein Wort hiervon. Okay? Scrope. Ach, Scrope. Scrope. Dann laufen wir zum nächsten. Revelio, mit Revelio sieht man alle. Ah, da oben. Da oben. Wir wissen noch ganz genau, einmal Akio. Oder auch nicht. Hä? Wie komme ich denn da hin? Vielleicht. Ach so, okay. Ziehe ich das Ding her und dann. Ja, wow. Hätte ich auch anders machen können. Fast da. Suchen Sie nach den Kürbissen gleich unter dem Steinkreis. In einem von ihnen werden Sie fündig. Vielleicht können Sie den armen Scrope mit den gebrochenen Herzen helfen. Kürbisse. Ah, jetzt weiß ich, okay, wo ich hin muss. Ah, hier habe ich schon mal alle Kürbisse kaputt gemacht, ey. Was will er denn? Moin. Was will... Er zeigt auf jeden Fall irgendwo hin. Hier? Ja, irgendwas will er mir noch sagen, oder? Da ist was. Da, in dem Kürbis. Sag ich doch, ich habe schon die Schlüssel. Ich habe hier schon mal alle Kürbisse zerschossen. Jetzt geht der nicht kaputt oder was doch. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein. Triff Scrope am Rande des Wassers bei den zerbrochenen Stegen. Runter zum Wasser. Dann gehen wir runter zum Wasser. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Aha. Wow. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. No? Scrope ist der Name. Scrope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Er wird hier auf Sie warten. Okay, also Scrope hat uns jetzt verraten, wo wir die fehlenden Seiten finden können und wo wir für ihn dann auch gleichzeitig was tun können. Und zwar
für ihn einen Ring der Familie Black, weil er der jahrelang gedient hatte. Das werden wir jetzt machen. Er darf dieser Grotte nicht betreten, da Hauselfen immer sehr an ihrer Ehre und sowas dran sind. Behalten Sie es auch. Ach du Scheiße, ey. Was bist du denn auf einmal, ey, Junge? Oh mein Gott, ey. Meine Herren. Ja, doch mal auf mit sowas. Ach, das kann auch schießen, das Ding. Digga, was ist das? Digga, was ist mit dir? Alter, Alter. Ich bin gleich weg vom Fenster. Hier, mach mal den, Alter. Junge, das ist ja voll das komische Vieh. Ey, Alter, hab ich mich verjagt jetzt. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt mit Scrope gerade. Scrope ist so ein Hauself und hat der Familie gedient gehabt. Wie gesagt. Und möchte jetzt so gesehen, dass wir ihm auch helfen. Jetzt habe ich die ganzen Tränke verballert. Ey, ich bin so ein Idiot. Na gut, weiter. Ich habe doch schon gesehen, dass da noch so ein Tier wartet. Oh, Mann, ey. Guck mal, wie viele davon, ey. Muss ich aufpassen, ne? Wir haben also eine Reihe von diesen Sumpfkrattlern besiegt. Das war echt nicht leicht, ich sag's euch. Da waren so viele und die greifen alle gleichzeitig an. Echt ekelhaft. Aber danach konnten wir eben zum Glück dann zu dem besagten Ort, den Scrope uns beschrieben hat, hingehen und etwas platzieren, um ein Tor zu öffnen. Aha, ein Loch entsteht auf jeden Fall. Zauberei, wie man es kennt. So, was haben wir hier? Tagebuch von Black. Kann das sein? Besuch? Der fast kopflose Nick. Nein. Das ist ein anderer. Okay. Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Saiten zu bekommen, treffen wir uns bald. Die Saiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Ja, toll. Richard Jackdaw hat uns jetzt erklärt, dass er weder den Ring von der Familie Black noch die verlorenen Saiten von uns hatte, die wir für das Buch brauchen, was wir gefunden haben in der Bibliothek. Scheint nicht zu Und nun hat er gesagt, dass wir ihn am Rande des verbotenen Waldes treffen sollten. Also, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht jetzt. Wieder zurück bei Scrope. Mal gucken, was er uns erzählt. Hallo, Scrope. Im Endeffekt bedankte er sich nur, dass wir ihm helfen wollten, aber er müsste jetzt der Familie Black etwas anderes geben, um sie zu beeindrucken, damit er wieder der Hausdiener sein kann. Also mehr sagt er nicht. Damit war dann auch die Quest beendet. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Als nächstes machten wir uns dann natürlich auf den Weg zu Richard Jackdaw, um uns mit ihm am verbotenen Wald zu treffen, damit er uns sagen kann, wo wir die Saiten finden können. Wir sind angekommen. Hier bin ich. Hier bin ich. Wo bist du? Ach, da ist er doch. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit des Slytherins, diese Saiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Und im Grunde genommen sollen wir ihn einfach nur folgen. Er zeigt uns den Weg. Mehr hat er nicht zu erzählen, außer ein paar Anekdoten aus seiner alten Schulzeit. Ja, let's go. Wo geht's gibt lang? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Ja, mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Wir hatten nun viel vor uns, er lässt uns allein. Wir mussten gegen ganz, ganz viele Spinnen kämpfen. Das war auch absolut nervig, aber war okay, mein Gott. Wir mussten natürlich auch dementsprechend einige Rätsel lösen. Das zeige ich aber jetzt im Folgenden. Hier ist auf jeden Fall Water wieder, das wird hier gefährlich. Wir sind am nächsten Punkt angekommen. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Wieder Flohflammen. Wo soll man herspawnen? Da, genau wie Jackdaw es beschrieben hat. Revelio. Was gibt's hier? Guck mal.
Flüstere das Passwort. Intramuros. Jetzt öffnet sich was hier, ne? Oh! Richtig verrückt. Und jetzt? Natürlich passiert irgendwas. Niemand hören. Ranrock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Meine. Weg mit dir. Nee, ich muss hier mit diesen Feuerdings angreifen. Da, zack. Dann holen wir hoch. Zack, zack. Und fertig ist das Lachs auch hier, ey. Meine Herren. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, so, wohin Jacob mich geführt hat. So, meine lieben Freunde, das war's dann auch mit der Folge für heute mit Hogwarts Legacy. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben das Schnitzel etwas kürzer gehalten, dass ihr nicht die ganzen langen Passagen abwarten müsst und ich nicht einfach überlegen muss, was ich labern muss, so gesehen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst gerne ein Like da, wenn dir die Folge gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö. Tschö.